ist immer viel frisches Obst. Yeah. Ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt immer wieder ganz unterschiedliche Fragen und deswegen dachte ich, ich mache ein 5 Facts About Me Video. Wir fangen an mit... Wer ist eigentlich das hier? Das hier, ihr Schmusis, ist der Kiro. Kiro ist einer meiner kleinen Katzen, der auch immer wieder im Stream seinen großen Auftritt hat. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Stream, wo Monsieur nicht mit dabei ist. Und ihr seht, ich bin ein sehr, sehr tierlieber Mensch. Ich bin ein... Ah! Nicht nur Katzen. Huch, ich hängt da mein Pulli fest. Aua! Er hat mich gekratzt. Nicht nur Katzen, sondern auch alle anderen Arten von Tieren habe ich ganz, ganz, ganz dolle lieb. Ein Vieh. Ja, zudem bin ich ein total ernährungsbewusster Mensch. Ich gucke, dass es bei mir immer viel frisches Obst und gesunde Sachen zu essen gibt. Ja, bei mir im Stream, diejenigen, die ab und an mal reingeschaut haben, die werden das schon kennen, wird nicht wirklich viel geflucht. Ich lege darauf Wert, dass es bei mir ganz ordentlich zugeht und alle ganz schmusig und lieb zueinander sind. Fick. Fick. Fuck. Ach, so eine K***. Ihr seid... Wirklich, ihr seid so... Scheiße. Kleine... Fabi! Oh, du... irgendwie so ab und an dieses Gerücht oder dieses Trinkerleo. Ja, ich trinke ganz gerne mal ein Schlückchen Wein. So ab und an, so ein Gläschen Wein. Und ihr tut immer so, als wäre ich voll der Alkoholiker. Dabei ist es ab und an mal ein kleines Schlückchen Wein. Meine Güte. Ja, ab und an kam die Frage auch schon auf, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht streamst? Ja, da bin ich meistens ganz gerne irgendwie draußen unterwegs, Fallschirmspringen, Kletterwald, Wildwasserrafting, alles was irgendwie so Bewegung und raus und ein bisschen Natur und so. Also ein sehr, sehr aktiver Mensch, wenn ich nicht gerade für euch mit euch zusammen irgendwie streame und wir da Schabernack machen. Ja, was viele von euch nicht wussten, ich habe einen mega grünen Daumen, bin ich auch ganz stolz darauf. Ich habe hier überall meine Pflänzlis. Ihr seht, da ist eine von meinen Pflanzen und da hinten guckt ein bisschen Pflanze raus. Und da steht auch nochmal, überall stehen Pflanzen. Ich habe einen sehr, sehr grünen Daumen, das heißt, ich bin nicht nur Nerd, sondern auch Pflanzenfetischist. Ja, Alter, krass, du hast gesehen und so kommst du rum und so, weißt du, man muss so.